Ein herzliches Willkommen hier aus dem Quest Club zu 45 Minuten Core Training. Heute an meiner Seite bezaubernde Moni und Frankie himself auch dabei am Start. Was wir heute an Equipment brauchen, natürlich geht das Ganze auch immer ohne, also rein nur mit eurem eigenen Körpergewicht. Aber wer sich dazu noch etwas Gutes tun möchte, da gibt es jede Menge Alternativen, dann Gewichtsscheibe oder Gewichtsscheiben kleinerer Natur oder auch heute mal mit einem Tube. Aber wie gesagt, geht auch alles dann generell ohne Hilfsmittel oder alternativ dazu dann einfach kleine Getränkeflaschen oder auch mal was Größeres. Gut, dann begeben wir uns gleich mal in unsere Rückenlage-Ausgangsposition für unser Warm-up. Dazu beide Beine Hüftbein aufsetzen, 90 Grad rechter Winkel im Kniegelenk. Zehenspitzen anziehen, Fersen aufsetzen, unten Rücken etwas aktivieren, in Richtung Boden drücken. Jetzt die Fingerspitzen an deine Schläfen, Blickrichtung nach oben und starten erstmal 2-2 im Crunch. Oberkörper geht hoch, 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 ab, ab. Zieh dazu deinen Oberkörper weit nach oben und die Ellbogen bleiben dabei weit nach außen gestellt. Tempo bleibt, viermal mehr. Hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch. Schulter weit vom Boden lösen, zweimal mehr. Dann haben wir einen Movewechsel. Oberkörper bleibt liegen, Arme längs Richtung nach vorne ablegen. Double Leg Lift, gleiches Tempo, 2-2. Zieh die Knie über die Hüfte, langsam wieder ab. Hoch. Denk an den rechten Winkel im Kniegelenk, dass er beibehalten bleibt. Viermal mehr auch hier. Hoch, hoch, ab. Schön gleichmäßig. Zwei noch, dann lässt du die Knie über der Hüfte oben stehen. Alle noch. Und stopp. Arme seitlich ablegen. Slow Rotation zu uns. 2-2. Ab, ab. Mitte zurück. Wechsel nach hinten. Wieder zu uns. Achte dabei darauf, dass die gegenüberliegende Schulter auf dem Boden bleibt. Von unten nach oben, C-Crunch, 2-2. Hoch, hoch, ab, ab. Das heißt, Oberkörperbeine zugleich nach oben. Und hoch, hoch, ab, ab. Du darfst das Tempo erhöhen. Single time. Hoch, und ab. Viermal mehr, dann lassen wir die Knie oben über der Hüfte stehen. Eine noch, Knie bleiben oben stehen, Oberkörper ab, Arme nach vorne, Single Leg Lift alternativ, Tap Tap, ein Bein geht hoch, das andere tief. Achte auch hier mal korrekt, 90 Grad rechter Winkel im Kniegelenk, nur aus der Hüfte die Bewegung, komm mit dem Oberkörper einen Crunch nach oben, Arme dabei vom Boden lösen. Hopp. Hopp. Und deine Fingerspitzen gehen schon mal seitlich an die Schläfen, Ellbogen bleiben weit ausgestellt, Auftakt für erste Runde Cross-Control, diagonal. Ellbogen zum Knie. Wechsel, andere Seite. Los geht's. Twist, 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 twist. Acht, sieben, sechs noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Stopp. Setz die Fersen wieder auf. Fingerspitzen bleiben an den Schläfen. Triple Pulse im Crunch. Drei, zwei, eins. Arme lang und wieder zum Kopf. Bleib dabei. Viermal mehr. Noch drei. Zwei noch. Dann nimmst du die Beine mit. C-Crunch. Auch hier Triple Pulse. Hopp. 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 Lange Arm, Fingerspitzen zu dann. Fersen nach vorne. Einmal mehr. Dann drehen wir den Oberkörper die Beine oben ein. Oben halten, ein Bein strecken, das andere beugen. Hopp, hopp. Strecken, beugen, 30, 45 Grad. Zeigen die Beine hier nach vorn. Auch hier Auftakt für Level 2. Cross-Troll, Fingerspitzen seitlich an die Schläfen und wieder Twist. Twist. Hopp, hopp. Acht, doch hier. 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 und Stopp. Knie kommt über die Hüfte. Arm wieder seitlich ablegen. Handfläche auf den Boden. Wieder 2 und 2. Rotation Zones. O-Bein geht in die Streckung dabei. Level 2. Oder Beine bleiben angewinkelt. 2 und 2 zu uns. Hopp. Tief, rück. Bleiben bei der Übung, Single, Tempo. Hopp. Achte darauf, dass Knie, Oberschenkel direkt übereinander laufen. Letzten 4. 3. 2. Eine mehr. Mitte, Stopp. Alles absetzen. Lockes Beklopfen der Bauchdecke. Mal kurz. Armbeine, lange Position. Streck dich aus. Erster kleiner Rückenpart. Arme längs Richtung nach vorne ablegen. Handfläche auf den Boden. Beide Fersen, Hüftbreite bleibt. Gesäß aufgesetzt, Zehenspitzen anziehen. Heb dich in die kleine Brücke, 2 und 2. Hoch, ab. Komm ganz weit nach oben raus. Tempo bleibt. Unten fast Bodenkontakt. Kurz vorher abfangen, geht wieder ganz weit nach oben raus. Übung bleibt. Tempowechsel, Single Tempo. Hoch und ab. Und hoch und ab. Für die eine schöne rückwärtige Kette. Das heißt, im Zusammenspiel Beinbeuger, Gesäßmuskulatur, Unterrücken, oben. Dreimal pulsieren. Kurz. 3, 2, 1 halten. Jetzt erst langsam tief. 3, 2, 1 langsam machen. So slow, Vorderknie mit der Hüfte nach oben, hoch, ab, Seitenwechsel. Becken immer wieder tief absenken und mit dem Knie weit über die Hüfte nach oben heben, hoch, ab. Tempowechsel auch hier, Single Tempo, hoch und ab. Jetzt kommt unsere Wechselseite, die Kraft immer noch auf einer Seite. Ja, was kommt jetzt? Nochmal Tempowechsel, oben, dreimal pulsieren, 3, 2, 1, kurz halten, langsam Seitwechsel. Schön aus der Hüfte, hopp, kurzer Weg, halten, langsam ab. 4-mal mehr. Noch 3. 2 noch. Eine mehr. Das Becken bleibt gleich oben. Hopp. Beide Fersen aufsetzen. Stabilisiere dich. Ganze Kraft jetzt aus beiden Fersen. Kurzer Moment. Arm bleibt immer noch lang abgelegt nach vorn. Streck dein vorderes Bein. Oberschenkel gleiche Höhe nach vorn. Out und in. Rücken muss stabilisieren. Out. In. Out. Und in. Alles auf Oberschenkelkniehöhe. 4-mal mehr bis zum Seitenwechsel. 1, Seitenwechsel. Whoop, auch das Hinterbein geht jetzt nach außen. 4-mal mehr. 4. 3. 2. 1, in der Mitte, Stopp. Beide Fersen aufsetzen und Becken vertieft langsam absenken. Greif mit beiden Händen zur kurzen Entspannung auf die Knie. Kräftig zum Brustkorb ranziehen, halten. Oberkörper mit den Beinen verschmelzen zu einer kleinen Kugel. Mit einem kleinen Schwung richten wir uns auf. Gehen in die leichte Rücklage mit dem Oberkörper und die Beine wieder 90 Grad rechter Winkel aufgesetzt. Nur die Fersen, Arme zeigen nach vorn. In die Bankrechte. Hopp. Es geht. Leichten Swing nach hinten. Hopp. In der oberen Position hat die Bauchmuskulatur schon Spannung, die gerade. Eine noch. Stopp. Setz die Hände hinten auf. Seitlich abgestützt. Leichte Rücklage. Ein Bein strecken, das andere beugen.
wechselseitig beugen, strecken. Beim Heranziehen zieh dein Knie weit zum Oberkörper ran, weit zum Kopf. Letzten hier. Eine noch. Stopp, beide Beine lang. Wir scheren schnell. Spannungsstreckung bis in die Zehenspitzen. Kleine Schere. Wenn du willst, geh etwas tiefer dabei und wieder etwas höher. Ha! Letzten. Und stopp. Beide Beine aufsetzen. Kurz Entspannung. Greif dazu mit angewinkelten Beinen, mit den Händen unter die Fußsohle. Zieh den Oberkörper weit nach vorn, zieh den Brustkorb zu den Oberschenkeln heran, mach den Kopf etwas rund, etwas nicht klein. Richtig langsam wieder auf. Runde 2. Row, wir rudern. Etwas mehr Gleichgewicht, Oberkörper rücklang. Beine anziehen und im Wechsel strecken, beugen. Achtmal mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eine noch und stopp. Setz die Beine wieder ab. Kurze Entspannung. Beine wieder anwinkeln. Greif mit den Händen unter die Sohle. Und mach dich wieder klein. Kopf reinrollen. Und richtet wieder auf. Und zweiter Rückenpart. Wir stützen die Arme. Wieder seitlich leicht nach hinten auf. Beide Beine anwinkeln. Wieder rechter Winkel, Kniegelenk. Heben unser Becken einen kleinen Tick an. Beckenlift, Beinstreckung. Zurück. Seitenwechsel. Tap. Oben bist du in einer Linie. Beine und Oberkörper. Tap. Streck dein Bein nach vorn. Hopp. Zurück. Kommst mit dem Becken höher. Dein Bein löst du vom Boden. Tempowechsel oben dreimal pulsieren. Los geht's. 3, 2, 1. Pendel durch nach hinten. Wechsel an der Seite. Durchpendeln. 3, 2, 1. In der tiefen Position machst du dich klein. 3, 2, 1. Einmal mehr. Wechsel wieder in die Rückenlage. Darfst du nicht auch was trinken? Und beide Beine angewinkelt. Wieder Standardposition. Fürs Core-Training. Rechter Winkel hüftbreit. Fingerspitzen an die Schläfen. Single Time und Crunch. Hoch und ab. Hoch und ab. Zieh dich auch hier weit nach oben. So, bringen auch hier gleich mal die schrägen Bauchmuskeln zum Einsatz. Gleich erste Kombination. Ein Crunch and Twist. Die Twists erstmal nur zu uns. Los geht's. Crunch, Twist, Center und Up. Crunch, Twist, Center. Achte darauf, dass die Ellbogen weit ausgestellt sind. So, Twist jetzt nach hinten, zur anderen Seite. Crunch, Twist. Center. Up. Zwei mehr. Eine noch.
nur Crunches. Gerade nach oben. Hopp. Und hoch. Und hoch. So, die erste Runde. Das ist unser Level 1. Eine noch oben halten. Nur die Twist zu uns beginnend. Twist nach hinten. Hopp. Acht noch, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und Stopp. Oberkörper langsam ab, beide Beine gehen lang, gerade nach oben. Start noch erstmal wieder mit den geraden Crunches, Runde Nummer zwei. Hoch und ab. Leichte Option, wenn es nicht anders geht, lässt du einfach die Beine aufgesetzt. Crunch und Twist, erst zu uns. Crunch, Twist zu uns, Center und ab. Zwei mehr, mit dem Twist zu uns. Und jetzt der Twist nach hinten. Crunch, Twist, Center und ab. Zwei mehr. Einen noch. Und dann auch hier für die geraden Crunches. Nur drei nach oben. Hoch, ab, hoch. So, viermal mehr bis zum Halt. Vier, drei, zwei, eins, oben halten. Wer mehr will, senkt die Beine einen Tick ab. Nur die Twists, Twist zu uns, hinten. Twist, Twist. Komm, letzte nach. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen und Stopp. Alles ab. Und wieder kurz zur Entspannung, Arbeit lang ausstrecken, mach dich lang. So, wechseln in die Körperposition, komm in die Plank. Plank Position oder auch Liegestützposition, Hände, die stehen dabei direkt unter der Schulter. So, deine Fußposition ruhig für mehr Stabilität, damit dein Becken und Schulterbereich stabil bleibt. Etwas breiter als schulterbreit. Erstmal slow, linke Hand auf die rechte Schulter. Es geht hoch, hoch, ab, ab, Seitenwechsel. Zweimal im Tempo. Einmal her. Übung bleibt. Doppelt so schnell. Hand auf die Schulter. So, neuer Move, neuer Rhythmus. Hand auf die Schulter. Zweimal das Ganze. Danach mit dem linken Fuß starten, den Tipp nach außen, Innenseitenwechsel. Eins, zwei. Linker Fuß, rechter Fuß. Hand, Hand, Fuß, Fuß. Sehr schön. Hopp, hopp. Viermal mehr. Acht auf dein Becken. Dass es unten bleibt. Machen wir noch. Einen. Und Stopp. Wechseln wieder in die Rückenposition, Rückenlage. Machen wir ein Element aus dem Plank bzw. aus dem Hover. Zweites Element dann aus der Rückenlage mit und ohne Gewicht. Wir starten erstmal ohne Gewicht. So, beide Beine wieder hüftbreit aufsetzen. 90 Grad rechter Winkel, Kniegelenk, Arme nach vorn, Single Time und Crunch, schiebt die Hände, die Stirnboden nach vorn, vor, rück, vor, rück. So, eine kleine Schwäche für L-Crunches, die habe ich. Daumen auch hier, Hinterbein geht schon mal steckt nach oben. So, wir haben 4x8 Pulses aus verschiedenen Winkeln. Flach über dem Boden, 45 Grad, gerade nach oben. Dann nochmal Fingerspitzen seitlich an die Schläfen. Los geht's, und acht. Und Unterbein strecken wir nach vorn. In der leichten Option darfst du auch lang ablegen. Arme diagonal. Durch die Mitte. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Arme nach oben. Acht noch hier. Sieben, sechs, fünf, vier, drei,
2, 1. Fingerspitzen an die Schläfen. Acht noch hier. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beine gestreckt nach oben. Single Time and Crunch. Hopp. Hoch und ab. Erste Runde. Da kommt auf die andere Seite. Und streck schon mal die Arme seitlich aus. Beim Crunch nach oben gehen die Fingerspitzen lange Arme zusammen. Los geht's. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Viermal mehr. 4. 3. 2. Und noch. Oh. Beide Beine wieder zurück. Beide aufsetzen. Arme nach vorn. Lang. Langer Arm. Flachen Boden die Arme. Es geht vor dem Crunch. Alles natürlich spiegelseitenverkehrt hier. Und vielleicht auch hier schon mal. Jetzt dein vorderes Bein. Senkrecht nach oben. Start noch hier gleich. Und 4x8. L-Crunch. Pulses. Los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme diagonal, 45 Grad. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme sind recht nach oben. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fingerspitzen an die Schläfen. Letzter Achter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beine senkrecht nach oben. Single Time Crunch. Hopp. Und die Arme nochmal seitlich ausbreiten und kreisbogenartig. Gehen die Arme nach vorn. Vor. Ziehen den Oberkörper weit nach vorne richtig auf. Viermal bis zum Halt. 4. 3. 2 bei 1 von halten. Und stopp. Fingerspitzen gehen vorne den Beinen zusammen. Kein Oberschenkelkontakt. Wie letztes hin. 4. 3, 2, 1 und ab. Locker verklopft der Bauchdecke. Mach dich wieder lang. Mach dich wieder lang. Und wechseln wieder. Es geht zurück. Eine Etage tiefer. Jetzt in die Hover Position. Kurz noch was trinken, wer mag, wer will. So, dazu gehen die Fäuste vorne zusammen. Unterarme auseinander. Ellbogen unter den Schulterkopf. Leichte Option. Knie aufgesetzt, aber Becken immer in Schulterhöhe. Der ganze Körper in einer Linie. Starten gleich. Mit dem linken Bein, Fußtipp nach außen, 8. Danach Seitenwechsel, los geht's. 8. Leichte Option, du kannst das gegenüber Knie aufgesetzt lassen. 4 noch. 3. 2. 1. Seitenwechsel, auch hier. 8. 7. 6. 5. 4. Gleich das nächste Level. Gleich wieder linke Bein, linker Fuß. Schwebend nach außen. Auch jeder 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Schöner Blick auf deine Fäuste gerichtet. Seitenwechsel. Auch hier 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1 noch. Mitte Stopp, komm in die Kindspose. Kurze Entspannung. Kurze Entspannung. Heb dich ganz weit nach hinten, Unterarme aufsetzen. Stirn auf die Matte. Dein Rücken ist rund. Runde 2. Oberposition zurück. Diesmal für mehr Stabilität. Fußposition steht breiter, nicht so schmal, Becken dadurch stabiler. Mach dich richtig breit. Auch hier Möglichkeit, leichte Option, Knie aufgesetzt. Spider-Man Touch. Rechter Arm beginnt. Und
Kurz außen halten. Außen halten. Langsam zurück. Seiten wechseln. Hopp. Und der Körper bleibt stabil. Richter. Wer mehr will, nimm das gegenüberliegende Bein diagonal. Anheben. Ho. Und leichte Option. Knie aufgesetzt, immer genehmigt. Viermal mehr. Vier. Drei noch. Zwei. Eine mehr. Und stopp. Wieder in die Kindspose zurück. Richtig langsam auf. Nächster Part. Du brauchst dein Gewicht. Handelscheibe. Mittel oder leichter. Alternativ. Irgendeine Getränkeflasche. Gefüllt oder leer. Wechselrückenlage. Wir haben 4 Levels. Du kannst jederzeit auf ein leichteres Level zurückkehren. Angewinkelte Beine, Scheibe an der Stirn, 90 Grad im Ellbogen, Tune, Tune, Crunch. Und ab. Und hoch, hoch, ab. So, das ist die leichteste Form. Beim nach oben kommen, roll deinen Oberkörper, deinen Rücken etwas ein. In der obersten Position kannst du gerade über deine Knie schauen, nach vorn. So, Level 1 bleiben. Oh, das kommt mehr dazu. Level 2, C-Crunch. Nimm die Beine mit dazu. Hoch, hoch, ab, ab, hoch. Drück dich aber nicht von mit den Beinen vom Boden weg. Hoch, hoch, ab, ab. 4-mal mehr im Level 2 oder kleiner. Hoch, hoch, ab, ab. Wer will nachher, wer will, auch noch das Tempo anziehen. Einmal mehr. Dann C-Crunch, Arm- und Bein-Extension. Nächster Move. Es geht hoch, hoch. Mach dich lang. Oben klein. Und wieder lang. Immer noch im Level 3 oder 2 oder 1 drunter. Wenn du willst, im Tempo schneller. Hopp. Und lang. Achtmal mehr im Single-Tempo. Acht. 5, 4 noch, dann Level 4, 3, 2, 1, Armbeine bleiben lang, es geht nach oben, hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch, Single Tempo, hier wenn du willst, hoch, ab, hoch, und ab. Komm, letzte Nacht, 8, 7, 6, 5, schöne 4, 3, 2, 1 noch und alles ab. Schau wieder weg. Mach dich kurz lang, Armbein lang ausstrecken. So, wir dürfen aufstehen. Es wird schräger. Du kannst deinen Tube gebrauchen oder alternativ auch eine Handelscheibe, leichtes Gewicht, jede Hand ein Griff, linke Fuß geht drauf, stellst in die Breite, Side Lunge Position, die Fußposition so breit, dass sie hier beim Side Switch, das heißt ein Bein geht in die Streckung, das an die Beugung. Bei der Beugung dein Knie direkt über dem Sprunggelenk steht. Greifst du beide Hände, beide Griffe zugleich. Alternativ leichte Option, nur den äußeren Teil. Das kannst du einfach. Der Arm läuft immer lang. Workshop diagonal. Tun, tun. Und rück. Rück. Starke Beinarbeit.
Oberkörper bleibt aufrecht. Es darf etwas schneller sein. Single Tempo. Hopp. Und ab. Hopp. Und ab. Viermal mehr im Tempo. Übung bleibt. Tempowechsel. Quick and stop. Schnell nach oben. Hoch. Halten. Langsam zurück. Zwei mehr. Eine noch, wenn es zu schwer wird. Ein Typ raus. Single time. Acht mal mehr. Und der Arm bleibt schön lang. Über deine rechte Schulter. Vier noch. Drei. Zwei. Einen. Und stopp. Für den Kreis verdient. Seitenwechsel. Rechter Fuß geht drauf. Breite Position. Beide Griffe wieder. Und dann Steg greifen. Tun, tun. Gut. Ab. Ab. Über deine linke Schulter. Denk an die Leuchtoption. Nur einen Typ zu nehmen. Single Time auch hier. Vier noch. Übung bleibt. Tempowechsel. Quick and stop. Schnell hoch. Hopp. Halten. Langsam zurück. Zwei mehr. Eine noch. Single Tempo zurück. Singles. Hier nochmal acht. Arme lang. Stolze Brust, du bist stark. Letzten vier. Drei. Zwei. Einen. Und stopp. Typ, da fährst du mal weg. Schulterkreis. Und wir wechseln wieder. In die Rückenlage. Du brauchst wieder, wenn du kannst, dein Gewicht. Scheibe legen wir auf den Brustkorb ab. Beide Beine angewinkelt. Triple Pulse, Plate Crunch mit Beinstreckung. 3, 2, 1. Scheibe tief, Bein beugen. Jetzt legen wir noch eins drauf. Crunch, das hatten wir schon. Viermal mehr. Drei. Zwei noch. Einmal mehr. Anschließend oben nur pulsieren. So, das ist die leichte Option. Beide Beine beim Umstehen. Oder schwere Option. Kommen wir noch gleich mal zum L-Crunch zurück. Dein vorderes Bein senkst du wieder mal ab. Achter Puls. Danach Beinwechsel. Los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beinwechsel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zweimal mehr. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letzter Wechsel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und alles ab. Scheibe weg. Und mach dich verdient wieder lang. Mach dich lang. So, wir stehen wieder auf. Wenn wir heute schon mal unser Tube am Start haben, dann können wir es auch gleich nutzen für unseren Hüftteil. Heißt, für Gesäßmuskulatur, Gluteus, wir stehen dazu auf. Brauchen wieder unser Tube. Zuerst gehen beide Füße drauf, jede Hand ein Griff. Starten jetzt da. Schulterbreiter Stand. Griff über Kreuz. Zum besseren Kontakt. Daumen weg noch einhaken. Wir starten mit einem halben Squat und Side Leg Lift
rechts beginnend. Kommt. Side Leg Lift. Hopp. Beim Side Leg Lift immer das Bein schön strecken. Schön weit nach außen. Nur rechts. Squat. Rechts. Squat. Rechts. Geh mal mehr. Seitenwechsel. Squat. Seitlicke rechts. Schön zur Seite. Alles vor Ermüdung. Ein Squat. Ein Leglift diagonal, drei, links, hopp, genau. Es geht diagonal nach hinten, hopp, Squat. Achtmal mehr, Squat, diagonal. Auch hier das Bein schön lang. Spüren was, ne? Schöne Vorermüdung. Einen noch. Und stopp. Gehen kurz raus. Beine auslockern. Das geht auch alles ohne Gewicht, ohne Tube. Nächstes Level. Jede Hand ein Griff. Rechter Fuß steigt drauf. Beide Griffe zusammen. In die linke Hand. Linke Hand nach außen. Linkes Bein steigt drauf. Rechter an die Taille. Rechtes Bein nach hinten. Fuß flexen. Single Spots tief, hoch. Leichte Option. Immer kleinen Fußtap. Zehenspitzen kurz auf den Boden. Hopp. Ansonsten Versuch in der Luft. Eine mehr. Kommt das Bein nach vorne. Nur kurz nach außen pulsieren. Hopp. 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 Kurze Side Leg Lift. Oh, da spüren wir was. Das sind noch 8, 7, 6. Gleich Runde 2. Rechter Bein wieder nach hinten. Single Squat. Tief. Hoch. Tief. Das Hinterbein immer noch nach wie vor schön gestreckt. Bewegung nur Vorderbein. 4. 3. 2. Einen. Wieder Seite von vorn. Hopp. 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 Letzte Nacht. Standbein spüren wir massiv. Und stopp. Geh raus. Kurz auslockern. Alle Spiegelseiten verkehrt. Jede Hand ein Griff. Linker Fuß geht drauf. Rechte Hand. Linkes Bein nach hinten. Single Spot. Ab und hoch. Tief. Hoch. Oberkörper schon leicht nach vorne geneigt. Blickrichtung gerade auf den Boden nach vorne. Und dein linkes Bein geht nach vorne. Kurz pulsieren nach außen. Out. 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 Acht noch. Sieben. Sechs. Gleich wieder alles von vorn. Linkes Bein geht nach hinten. Single Spot. Ab und hoch. Bleib schön vorgebeugt. Viermal mehr. Vier. Drei. Zwei. Ein wieder kurzen Cyclist-Puls nach außen. Hopp, hopp, hopp. Letzte Nacht noch hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Oh. Genau, Beine auslockern. Ganz schön weich, ganz schön mammelig hier in der Hüfte. Wir behalten gleich unser Tube. Oder alternativ auch. Zwei kleinere Handscheiben, die können wir nehmen. Kommen zu unserem nächsten Rückenpart. Kommen dazu auf die Knie. Dein Tube in drei Teile. Das mittlere Drittel, bisschen auf Spannung bringen. Gehst mit beiden Knien drauf und sogar etwas drüber, dass die nicht wegrutschen kann. Stehst etwas breiter als schulterbreit. Griffe wieder über Kreuz. Mit Handelscheiben genau das gleiche. Leichte Vorspannung. Reverse Fly.
Oberkörper aufreicht. Wir beugen uns nach vorn. Oberrücken, Unterrücken durch die Körperbewegung. Beugen uns nach vorn. Arme fly. Two and two. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Gibt gleich eine schöne Kombi. Die Arme bleiben schön lang. Knapp an der Schulterhöhe. Ein Side Fly, ein Back Fly. Two and two. Komm wieder nach vorn. Back, diagonal nach hinten. Schöner Rückenpart aus dieser Position. Im Tempo darfst du schneller sein. Single time. Tief. Hoch. Back. Side. Back. Side. Jetzt dreimal pulsieren in der Kombi. Drei, zwei, eins. Zurück nach hinten. Kombi bleibt. Single Tempo. Fly Single. Back. Fly. Und back. Jetzt nur vorn. 16 Mal Puls in der Tiefe. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jetzt wieder Single Time Kombi. Fly. Und back. Ja, was jetzt gleich kommt, das muss wohl sein. Auch back, bleibt tief. 16 Mal pulsieren. 16, 15, 14, 13. Oh. 8 noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Dein Tube da weg. Wohl verdient. Großer Schulterkreis nach hinten. Schön geärgert. Arm geht nach vorn. Die Schulter weit nach vorn. Seitenwechsel. Und nochmal ganz kurz in die Kindspose. Hände nochmal hüftbreit aufgesetzt. Die Knie breiter, Schulter breit. Schieb dein Becken ganz weit nach hinten. Unterarme aufsetzen. Stirn auf die Matte. Schieb dich langsam nach vorne. Hüftbeuger, ein bisschen geärgert. Wenn wir noch kurz ausdehnen, setz deinen rechten Fuß weit nach vorn. Becken, Oberkörper, Kopf gerade, stolze Brust. Schieb dein Becken weit nach vorn. Rechter Hand, rechtes Knie, linker Arm senkrecht nach oben raus. Leichte Oberkörperneigung, das vorgesetzte Bein. Gerade ausrichten, Seitenwechsel. Der Schritt nach vorn, Becken weit nach vorn, Vorspannung hier erhöhen, auf die Hüftbeuger, Hand auf Knie, Arm senkrecht nach oben raus. Leichte Neigung über das vorgesetzte Bein, auch hier. Und dann wieder langsam lösen. Kombi locker, Ausgangsposition zurück, wie wir am Anfang der 45 Minuten gestartet sind. Es war wieder mal toll. Mit der bezaubernden Moni, heute mal ein bisschen mit Equipment Tube, alternativ das Ganze natürlich auch ohne Gewicht oder mit Getränkeflaschen, Handscheiben, was ihr habt. Gern beim nächsten Mal wieder, natürlich immer nur aus dieser Location, Quest Club Covermore. Gern wieder sind wir für euch da, beim nächsten Mal wieder. Alles Gute bis dahin.